Servus YouTube, hier ist der Karsin und herzlich willkommen zu der nächsten Folge Let's Play Ultimate Team Weg zum Erfolg. Das ist Teil Nummer 4. Wir spielen mit meinem spanischen Team gegen ein englisches Team. Wir kommen direkt zur ersten Aktion. Sousa Etter lässt die 3 aussteigen, verliert den Ball, kickt ihn dann irgendwie angeschossen und macht das 1:0 nach 8 Minuten. Sousa Etter. Perfekter Start. Das ist ein eiskalter Goalgetter. So kann es doch gleich weitergehen. Und schon das erste Tor. Die zweite Aktion wieder von mir. Christian Tello jetzt. Tello. Tello macht das super. Tello. Wähler. Wähler. Ah, da kommt Sousa Etter. Tor. 2:0. 10. Spielminute. Sousa Etter. Der Junge macht Tore am Fließband. Nach 10 Minuten steht es schon 2:0, aber der Gegner lässt sich dann nicht unterkriegen. Macht jetzt hier durch einen Fehler von mir in der Abwehr, durch Kolarov, das 1:2. Ja, immer diese dummen Gegentore. Mir ist aufgefallen, ich mache nur solche Fehler, dann kriege ich Gegentore. Nur durch solche dummen Fehler. Aber naja, Spiel geht weiter, die Zähne ungeschnitten, direkt am Anstoß. Christian Tello, super gemacht. Pareo, irgendwo ist schon Ball. Schön auf Carlos Vela. Carlos Vela. Carlos Vela. Abgefälschter Ball. 3:1. Das hat er super gemacht. Carlos Vela. Der Mini-Mexikaner. Kann ich euch nur empfehlen. Mega-Stürmer. Zwar noch leicht abgefälscht, aber naja. Aber der Gegner wollte einfach nicht aufhören zu spielen. Da kommt Hoylett und heimelt den Ball einfach mal rein. 43 Minute, 3:2. Kann hier noch eventuell was für den Gegner gehen? Ich hoffe mal nicht. Zweite Halbzeit. Schöne Flanke. Ball abgefangen. Der Ball gewinnt jetzt hier Sousa Etter. Schnell auf Juan Dominguez. Dominguez auf Wähler. Wähler. Ah, der lässt aussteigen. Wähler. Wähler, was macht er? Schießt den Spieler an. Ah, da ist er drin. Was für ein kurioses Tor zum zweiten von Sousa Etter. Heute hat der Junge echt Glück. Dreierpack. Und dann noch einmal ein Tor von Ramirez in der 80. Spielminute. Der Mann ist fertig. Also ich glaube, der Trainer sollte wirklich mal drüber nachdenken. Ah ne, tut mir leid. 68. Spielminute. Ich habe mich verlesen. Aber jetzt kommt erstmal SCN rein. Und das war's. Einfach nur SCN. Vielleicht auch noch auszuwechseln. Ja. Aber der Spieler, danach ist nichts mehr passiert. Das Spiel endete dann 3:4. Noch 3 Punkte bis zum Titel. Nein, bis zum Aufstieg in Liga 4. Das nächste Spiel mit meinem neuen Zweitligateam. Ein gemischtes Team aus Silber, Bronze und Gold. Gegen die Kaiser Chiefs. Genannt auch Royce Rovers. Ja, aber Kaiser Chiefs Emblem. Okay, der Gegner tritt mit einem französischen Ligue 1 Team an. Mit Pastor, Gummis, Envia und. Okay. Noch 3 Punkte bis zum Titel. Müsste doch jetzt klappen. Erste Aktion. Das ganze Spiel sah noch nichts passiert. Ecke, da kommt irgendwie im Wir. 1:0. Janis im Wir. Da konnte Thomas Kraft nichts mehr machen. Aber jetzt Reinhard Jabo verliert den Ball. Dann sieht das gut aus. Und irgendwie kommt der Ball dann nochmal zum Torwart, zum Spieler Mavuba. Und der macht das 2:0. Aber ich wollte mich einfach hier nicht aufgeben. Und irgendwie kurios. 1:2. Eigentor.
Dann war am Ende nichts mehr passiert. Dann mal mit dem Bundesliga-Team angefangen. Beziehungsweise mein zweites Bundesliga-Team. Das sind einfach Reservespieler, die dann einfach mal spielen. Und Peace Check, Kevin De Bruyne in Form, Ter Stegen in Form, Christian Fuchs, Jan Schlaudraff, Eswein, Virina, Sven Bender, Schwegler, Santana und Naldo. Das müssten sie jetzt alle gewesen sein. Gegen ein französisches Team wieder mal. Ja, diesmal wird es doch wohl besser laufen als eben. Ich komme auch direkt zur ersten Aktion, wenn er jetzt mal weiter drücken würde. Ja. Erste Aktion, genießt, flankt wieder lang, der legt ihn hier rüber. Das ist 1-0, Gamero. Kann er wieder mit sein. 8. Minute und deckt die andere Stimmung. Bis ins Finale des Champions Pokals vorgestoßen und jetzt so eine Enttäuschung, das ist natürlich knüppelhart. Aber das ist alles egal. Schlau dran. Vielleicht was an. Kommen wir direkt. Da stand er genau hier zur nächsten Aktion. Piszczek mit links. Oh, Lukas Piszczek. Was für ein Tor. Da hat er mal seinen Sonntagsschuss ausgepackt. Krasse Aktion von Lukas Piszczek. Der hämmert den Ball da in den Winkel mit seinem schwächeren linken Fuß. Nächste Aktion, Jan Schaulow-Fletcher auf der rechten Seite durch. Flankt den Ball, da ist Sven Bender. Spiel gedreht. 32. Spielminute. Sven Bender mit dem 2:1. Und es wird einfach noch schöner kommen, Virina. Eswein lässt ihn da super aussteigen. Eswein. Jetzt super in die Lücke. Virina 3:1. 4 Minuten nach dem 2:1. Womöglich die Vorentscheidung. Super gespielt hier mit zwischen Virina und Eswein. Zweite Halbzeit. Nichts mehr passiert. Und dann dieser Freistoßfehler. Gummis. Ah! 3:2. Jetzt wird es doch nochmal spannend. Und wieder ein Gegentor durch so einen Fehler. Anders passieren die Gegentore bei mir nicht. Einfach nur durch dumme Fehler. Das kann jetzt hier nicht sein. Aber okay. Das Spiel geht noch ein paar Minuten. Und dann kommt jetzt irgendwie Maxwell am Ball. Maxwell lässt er aussteigen und schießt mit seinem schwächeren Rechten und 3:3. Zwei Tore Führung verspielt. Unglaublich. Aber egal. Ich will auf das 4:3 gehen. Und das kommt jetzt auch. Eswein. Spielt jetzt drauf auf Affelei. Torwart pariert, aber da kommt Eswein zum Kopfball und das 4:3. Kurioses Spiel. Und wieder die Führung. Durch Alexander Eswein. Super gespielt. Ein bisschen Glück gehabt, aber was soll's. Dann nächste Aktion. Eswein will tot überlaufen. Wird da jetzt gefoult und es gibt Elfmeter. Es gibt den Elfmeter in der 90. Minute. Man kann jetzt alles klar machen. Es wird Ibrahima Affelei schießen. Affelei. Und, der ist drin. 19 Minute, Ibrahima Affelei, 5:3, das ist die Entscheidung. Also Buschi, ich würde gerne sagen, dass mich dieses unglaublich Tor überrascht, aber das kann ich nicht. Nee, also das ist eine Tor. Das ist der Aufstieg. Daraufhin war auch Schluss. 5 verschiedene Torschützen, das sieht man nicht oft, aber was soll's. Ja, also für mich war das schon der ausschlaggebende Aspekt, das war ganz klar die Entscheidung. 10 Punkte, noch 3 bis zum Ligatitel und dann geht es weiter in Liga 3. Das nächste Spiel habe ich vergessen aufzunehmen, beziehungsweise die erste Halbzeit fast. Wir kommen direkt zur zweiten. Pucki macht in der 55. Minute das 2:0, diesmal mit einem neuen silbernen Bundesliga-Team. Das 1:0 hatte Erwin Hoffer geschossen, dann kurz am Ende der Partie nochmal. Beister, super in den Lauf von Erwin Hoffer,
der lässt den Torwart da schön aussteigen, der macht da nichts mehr. Und das nächste Tor in der 70. Spielminute. Wunderschön gemacht. Der Gegnerheim hatte da nach dem 3-0 keinen Bock mehr, hat die Partie verlassen. Das ist der Meistertitel. Das war's dann auch. Bis zum nächsten Mal. Euer Kasim.